Im Gleichschritt mit den groß angelegten Erkundungsmissionen auf dem Mars treten auch immer wieder einige bahnbrechende Entdeckungen zutage, welche mitunter ein völlig neues Licht auf den weltbekannten roten Planeten werfen. Tatsächlich ist es erst wenige Monate her, seitdem eine Aufnahme des NASA Curiosity Rovers die Liste der außergewöhnlichen Marsfunde um einen weiteren Eintrag ergänzte. Auf welche ungewöhnlichen Gebilde das unbemannte Landfahrzeug stieß und welche Entdeckungen auf dem roten Planeten darüber hinaus für ungläubiges Staunen sorgten, erfahrt ihr jetzt. Ihr könnt euch für die atemberaubendsten Phänomene, Entdeckungen und Schauspiele im Universum begeistern? Dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um regelmäßig mehr über diese hochspannenden Themen zu erfahren. Gebt unserem Video gerne einen Daumen nach oben, um uns zu zeigen, dass euch unser Content gefällt. Atemberaubende Marswolken. Wirft man einen Blick auf die jüngst veröffentlichte Aufnahme des Curiosity Rovers, so könnte man meinen, dass sich die komplexe technische Gerätschaft zum Zeitpunkt des Bildes gerade in einer felsigen Region auf unserem blauen Heimatplaneten befunden habe. In Wahrheit zeigt die Aufnahme, die sich im Detail aus 21 Einzelfotos zusammensetzt, aber einen Abschnitt des Gale-Kraters auf dem Mars. Dabei ist es allerdings nicht das beeindruckende Felsgebilde im Vordergrund, welches die Experten ins Staunen versetzte, sondern die ungewöhnlichen Wolkenstrukturen dahinter. Dass sich die Wolkenfetzen regelmäßig am Himmel über dem roten Planeten bilden, war dabei allerdings keine neue Erkenntnis. Es war vielmehr der frühe Entstehungszeitpunkt der Wolken, welcher die irdischen Experten gebannt in Atem hielt. Tatsächlich entdeckten die Forscher bereits vor 2 Jahren, dass sich die Marswolkenformationen deutlich früher ausbilden, als es die Prognosen der Fachleute vorhergesagt hatten. Aus diesem Grund setzten die Forscher große Hoffnungen darauf, dass Curiosity die atemberaubenden Gebilde im darauffolgenden Mars-Jahreszyklus detailliert auf Bild bannen würde. Und die renommierten Wissenschaftler sollten nicht enttäuscht werden. Tatsächlich zeigten sich die dünnen, eisigen Wolken auf dem Mars bereits im Januar dieses Jahres. Das Besondere: aufgrund ihrer natürlichen, eishaltigen Beschaffenheit sind die Gebilde dazu in der Lage, das einfallende Sonnenlicht in den farbenfrohsten Facetten zu streuen. Von dieser farblichen Vielfalt, die von Rot über Grün bis hin zu bläulich-violetten Tönen reicht, zeigen sich auch die irdischen Forscher hellauf begeistert. Die entsprechenden Objekte unterscheiden sich dabei jedoch deutlich von den herkömmlichen Marswolken, die auf dem roten Planeten viel häufiger beobachtet werden können. Demnach bilden sich die wassereishaltigen Strukturen rund 60 Kilometer über der Oberfläche des roten Planeten und somit deutlich höher als ihre Gegenstücke. Die größte galaktische Schönheit versprühen die atemberaubenden Wolken indes kurz nach dem Sonnenuntergang auf dem Mars. Immer dann, wenn das letzte Licht des Tages auf die Eiskristalle in den Wolken trifft, werden diese hell erleuchtet. Dabei wirken einige dieser Wolken sogar etwas irisierend, was bedeutet, dass sie im schillernden Farbenspektrum von Regenbögen vorliegen. Darüber hinaus legt dieser Umstand den Schluss nahe, dass sich die funkelnden Wolken zum Zeitpunkt der Aufnahmen gerade erst ausgebildet haben. Entdeckungen dieser Art beweisen uns einmal mehr, welche galaktische Schönheit den Gebilden und Strukturen im Universum innewohnt. Der Beweis für die ehemalige Existenz eines Flusses. Die Entdeckung der schillernden Marswolken war jedoch bei weitem nicht der einzige Fund, welchen der Curiosity Rover im Rahmen seiner Mission bislang verzeichnen konnte. Seitdem das Landfahrzeug der NASA am 6. August 2012 auf der Marsoberfläche abgesetzt wurde, lieferte es bereits mehrere verblüffende Erkenntnisse, die dabei helfen, die charakteristische Beschaffenheit sowie die Vergangenheit unseres galaktischen Nachbarn besser zu verstehen. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen gelang dem Rover indes bereits kurz nach seiner Landung. So dauerte es nicht lange, ehe das Landfahrzeug Bilder von auffällig abgerundeten Kieselsteinen anfertigte. Was im ersten Augenblick womöglich nur wie eine herkömmliche geologische Gegebenheit anmutet, verbirgt in Wahrheit eine waschechte Sensation.
Demnach brachten eingehendere Untersuchungen die Erkenntnis, dass die Kieselsteine Teil eines uralten, jedoch mittlerweile ausgetrockneten Flussbetts sind. Die Wissenschaftler konnten durch diese Entdeckung nicht nur nachweisen, dass der rote Planet einst fließende Gewässer führte, sondern anhand der unterschiedlichen Beschaffenheit der Kiesel auch die einstige Tiefe sowie die Fließgeschwindigkeit des Marsflusses bestimmen. So liegt der Schluss nahe, dass der Strom einst mit einem gemächlichen Tempo von rund einem Meter in der Sekunde floss und etwa knöchel- bis hüfttief gewesen ist. Die entdeckten Kiesel wurden dabei vom Fluss mehrere Kilometer weit mitgespült. Wie lange das Gewässer einst existierte, konnten die Experten jedoch nicht rekonstruieren. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass der Marsfluss zumindest einige Monate über die Oberfläche des roten Planeten geschwappt ist. Gab es einst Leben auf dem Mars? Die Entdeckung des ehemaligen Flusses befeuerte wiederum eine drängende Frage, welche sowohl die Fachleute als auch interessierte Laien seit unzähligen Jahrzehnten umtreibt. Bietet der Mars die passenden Voraussetzungen für die Entstehung von Lebewesen? Die sensationelle Antwort auf diese Frage lautet: In der Vergangenheit schon. Demnach führen die vom Curiosity Rover übermittelten Daten zu der Erkenntnis, dass der alte Mars einst eine chemische Zusammensetzung besaß, welche die Existenz von Mikroben begünstigte. Dazu entnahm der Rover eine Probe aus einem speziellen Schlammstein, welcher sich in der sogenannten Yellowknife Bay im Gale-Krater befindet. Die chemische Analyse ergab, dass die entnommene Probe Spuren von Stickstoff, Schwefel, Sauerstoff, Phosphor und Kohlenstoff enthielt. Der vergleichsweise geringe Salzgehalt führte die Experten darüber hinaus zu der Annahme, dass in der entsprechenden Region einst ein Gewässer geflossen ist, das womöglich sogar trinkbar war. Geheimnisvoller Methananstieg. Doch nicht nur die Beschaffenheit der Marsoberfläche, sondern auch die Zusammensetzung der Planetenatmosphäre liefert wichtige Hinweise über die Charakteristik des Himmelskörpers. Curiosity verortete einst einen ungewöhnlichen temporären Anstieg von Methan in der Atmosphäre, die ihn umgab. Da die organische Chemikalie kurz nach ihrem Anstieg wieder abfiel, vermuten die Experten, dass es eine lokale Quelle geben muss, die das natürliche Phänomen hervorrief. Grundsätzlich gibt es dafür viele verschiedene potenzielle Ursprünge. Neben biologischen könnten auch nicht-biologische Quellen, wie etwa das Zusammenspiel von Gestein und Wasser, für den Vorgang verantwortlich sein. Doch auch lebende Organismen sind dazu imstande, Methan zu produzieren. Dass auf dem roten Planeten zweifelsohne organische Stoffe existieren, bewies eine Curiosity-Bodenprobe, die auf den Namen Cumberland getauft wurde. Ob die entdeckten organischen Moleküle dabei vom Mars selbst stammen oder aber durch einen Meteoriten auf den Planeten gebracht wurden, gilt es im Rahmen künftiger Untersuchungen genauer zu ergründen. Das entsprechende Carbon konnte im Nachgang auch in weiteren Bodenproben nachgewiesen werden. Organische Moleküle dieser Art zählen im Detail zu den Grundbausteinen des Lebens. Die Funde bedeuten allerdings im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass auf dem roten Planeten einst zwingend Leben existiert haben muss. Sie liefern lediglich die Erkenntnis, dass die Grundvoraussetzung für die Existenz von Leben auf dem Mars einst gegeben war. Bedrohliche Strahlungen auf dem Mars. Was wir bislang nur aus Science-Fiction-Filmen und Videospielen kennen, soll eines Tages zur Realität werden. Die Gründung einer vollständigen Marskolonie. Betrachtet man einige Messergebnisse des Curiosity Rovers, könnte sich die dauerhafte Besiedlung des roten Planeten allerdings weitaus komplizierter gestalten, als sie es ohnehin schon tut. Mithilfe des Radiation Assessment Detectors fand das Fahrzeug heraus, dass die Strahlungen, die auf dem Mars vorherrschen, ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen können. Dabei sind es gleich zwei Arten von Strahlungen, die für Astronauten und Marsauswanderer zum großen Problem werden. Einerseits handelt es sich dabei um die sogenannte galaktische kosmische Strahlung, also jene Partikel, die im Zuge von hochenergetischen Vorgängen wie etwa Supernova-Explosionen entstehen. Darüber hinaus stellen auch die solaren energiereichen Teilchen, die ihren Ursprung in Sonneneruptionen besitzen, ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber glücklicherweise nicht, dass bemannte Mars-Missionen niemals möglich sein werden. Vielmehr gilt es nun, die von Curiosity gelieferten Informationen zu nutzen, um Schutzmechanismen zu entwickeln und künftige Raumfahrtprojekte so zu gestalten, dass sie für die teilnehmenden Astronauten sicher sind. Wie der Mars den Großteil seiner Atmosphäre verlor.
Aktuell wissen wir, dass die Marsatmosphäre etwa 100 Mal dünner als die der Erde ist. Allerdings besaß die Schutzhülle aus Gas, die den roten Planeten umgibt, nicht immer eine derart schwache Struktur. Die Frage, was letztlich dazu führte, dass der Mars einen Großteil seiner ursprünglichen Atmosphäre verlor, beschäftigt die Fachleute bereits seit mehreren Jahren. Diesem Mysterium ging auch der Curiosity Rover auf den Grund, weshalb er die Planetenatmosphäre mittels mehrerer Messinstrumente eingehend in Augenschein nahm. Die Auswertung der gesammelten Daten zeigt, dass der Atmosphärenverlust mit einem natürlichen Prozess einherging, welcher das Zurückhalten schwerer Isotope von bestimmten chemischen Elementen unterstützte. Im Detail handelt es sich bei Isotopen um Varianten ein und desselben Elements, die sich davon jedoch hinsichtlich ihres Atomgewichts unterscheiden. Heutzutage befinden sich demnach 5% mehr Isotope in der Marsatmosphäre als noch vor einigen Jahrtausenden. Dieser Umstand ist ein Indiz dafür, dass der obere Teil der Planetenatmosphäre einst im interplanetaren Raum verloren ging. Ausgehend von der ursprünglichen Beschaffenheit der schützenden Gashülle gehen die Experten davon aus, dass sich der rote Planet in der Vergangenheit in einem vollkommen anderen Antlitz präsentierte, als er es heutzutage tut. Dazu zählt auch die Existenz von Wasser in dauerhaft flüssiger Form. Wir freuen uns bereits auf die Entdeckungen, die der Curiosity Rover in Zukunft auf dem Mars verzeichnen wird. Ergänzt werden die Informationen des Landfahrzeugs seit kurzem von den Aufzeichnungen des Perseverance Rovers. Dieser betrat den faszinierenden Himmelskörper am 18. Februar dieses Jahres. Was denkt ihr über die erstaunlichen Entdeckungen des Curiosity Rovers? Gab es einen Fund, der euch ganz besonders erstaunt hat? Wir freuen uns bereits darauf, eure Gedanken zu unserem heutigen Video in den Kommentaren zu lesen. Werft jetzt gerne auch einen Blick auf die interessanten Beiträge, die wir im Abspann für euch verlinkt haben. Vielen Dank für euer großes Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.